Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play O-Ton. Hier sind wir mal wieder mit einer neuen Folge von Dishonored auf der Xbox 360 unterwegs. Ich bin euer Tyler Chief natürlich und hier hängt noch was. Ach, das habe ich wohl komplett übersehen. Ja, die hängt da bestimmt schon was länger. In der letzten Folge haben wir die Mission mit diesen Boyle... What the fuck? Mit den Boyle-Ladies irgendwie abgeschlossen. Was zum Henker ist hier los? Ich höre merkwürdige Geräusche. Genau. Und ich hoffe, jetzt wartet auch schon direkt die nächste Mission auf uns. Aber, wenn ich mich recht entsinne, kann man hier noch ein bisschen was machen. Hier können wir zum Beispiel mal einsammeln. Ja, was gibt's Neues zu erzählen? Eine ganze Menge wäre gelogen. aber ich habe zumindest die Information für euch, dass ich... Corvo. Emily's hiding again. It started as a game, but it's turned into her way of teasing me. If you see her, will you send her back to me? It's time for her studies. Oha. Ja, Hausaufgaben und so. Ah, das ist tatsächlich eine Zusatzmission. Es lohnt sich also tatsächlich irgendwie hier... mal so ein bisschen in der Gegend rumzugucken, sich mit den Leuten zu unterhalten. Das soll tatsächlich etwas helfen, etwas bringen. Was haben wir denn hier unten? Da ist irgendwie wieder so eine komische River Crust. Naja, ich sammle hier noch ein bisschen Kram ein. Genau, ich habe für euch die Information, dass es bald ein neues Let's Play geben wird. Und zwar werde ich, wenn alles gut läuft, werde ich bald glücklicher Besitzer. Oh, cool. Glücklicher Besitzer von Rise und Dead Rising 3 sein. Für die Xbox One natürlich. Und ja, die Spiele eignen sich natürlich hervorragend, um daraus ein Let's Play zu machen. Und das wird dann auch mein erstes richtiges Let's Play für die Xbox One. Bisher habe ich da ja noch nicht wirklich viel gemacht, weil ich hatte ja Call of Duty Ghosts irgendwie im Vorfeld schon auf der 360 gemacht. Und das habe ich natürlich jetzt für die One mir geholt. Und hatte dann aber irgendwie darauf... Upsala, das wollte ich gar nicht. Und hatte dann aber jetzt irgendwie darauf verzichtet, das nochmal zu machen. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Zumal es auch einfach... genau. Jetzt auch schon einige Leute gibt, die halt... die das Spiel Let's Playen. Was gibt's hier Neues? Hello, I'm Calista and I'm Emily's teacher. And this is my lesson plan. Boring sums, boring history, boring geography, boring, boring, boring seven structures. Ugh, why can't we study sword fighting and sailing and monsters? Okay, die Emily scheint ein wenig frustriert zu sein. Gut, okay, wer ist nicht, wenn man zur Schule muss? Ja. What? Shh, don't make any sound. I'm hiding from Callista. It's a game we like to play. I remember playing hide and seek with you too. I don't know why it's so much fun to hide from her. Here. This was at the edge of the river, in the mud. I put it under my pillow for good luck, but it gave me bad dreams. You can have it, as a present. Ja, danke schön. I suppose I'll do my lessons now. Hiding gets boring after a while anyway. Mhm. Okay, das war ja sehr gut, dass wir jetzt hier, die quasi durch die Wand irgendwie haben gesehen haben. Was hat die denn jetzt hier hinterlegt? Hat sie überhaupt irgendwas hinterlegt? Hallo? Hä? Was bin ich denn jetzt?
Naja, auf jeden Fall, wie dem auch sei. Hä? Hier ist ja gar nichts. Oder? Ist hier was? Nee. Auch nicht. Da hoch? Vielleicht muss ich mal da hoch? Ich weiß es nicht. Ja, wie dem auch sei. Ich hatte dann eigentlich gedacht, so, okay, man könnte vielleicht irgendwie die Singleplayer-Kampagne von... Quatsch. Na, willst du wohl? Ich will auch. Damn. Das klappt nicht. Scheiße. Genau, eigentlich wollte ich die Singleplayer-Kampagne von Battlefield 4 let's playen, aber da ist mir schon der Sirius Pet zuvor gekommen. Hier fliegen Bücher rum, warum auch immer. Was ja nicht weiter schlimm ist. schaut es euch an. Das Let's Play ist echt cool. Macht richtig Spaß. The Door to Norway. Okay. Ja, alles klar. Genau. Ey, haust du mal ab. Sabbel nicht. Interessiert keinen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir hier nicht noch irgendwas finden. Hier waren wir eben. Hier haben wir die doch eben entdeckt, oder? Ja. Hä. Weh. Hier ist aber auch nichts, oder? Ach man, das ist mir zu doof. Egal. Ja, genau. Und schaut es euch an. Das ist auf jeden Fall ein cooles Let's Play. Die Kampagne ist an sich ganz nett. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Und auf jeden Fall eine Menge Action am Start. Auch wenn das teilweise ein bisschen frustrierend sein kann. Ich habe ja da in letzter Zeit ein paar Mal irgendwie, ich habe letztens irgendwie mit Sirius Pet drüber gesprochen. Er ist ein wenig frustriert darüber, dass er irgendwie so vermeintlich schlecht in dem Spiel sei. What are the principal island? Calista talks in her sleep sometimes, but it's hard to tell what she's saying. I wish I had my own room. I need to start Emily on her songs. Okay, also die haben auch nichts für mich. Naja. Naja, also ich glaube, da oben ist auch nichts für mich. Ist ja egal. Ich will jetzt auch nicht länger irgendwie drauf rumrätseln. Genau, nee, das wollte ich. Wo sind die zwei Spinner denn? Ich sollte doch hier... Achso, die sind da oben. Genau, aber auf jeden Fall, Rise und Dead Rising 3 sind mit Sicherheit zwei relativ coole... das ist ja auch mal geil. Admiral Havelock. Der hat sich aber ganz schön verändert. Sind auf jeden Fall zwei sehr coole Spiele, die man mit Sicherheit ganz fein let's playen kann. Von Dead Rising 3 erwarte ich mir tatsächlich so ein bisschen mehr Chaos irgendwie, weil das auch einfach ja irgendwie... ja, immer ein bisschen anders ist, ein bisschen immer chaotisch mit den ganzen Zombies und so. Ich bin sehr gespannt. Corvo, the time has come. Everything we have done, everything that you have done, has served to make this moment possible. The Lord Regent is exposed, Corvo. Vulnerable. And now everything is in place to strike at him. We're one step from the throne. One man, one beating heart, is all that's left of the forces that brought this city to the brink of ruin. It is simple, but it will be far from easy. The Lord Regent's paranoia has reached an all-time high. He has lost the support of the Overseers, the Parliament, his financial base, and he's lost Sokolov, who made his security technology. So at Dunwall Tower, he has consolidated every remaining loyal man around him. He knows something is coming. He knows you are coming. And everything depends on him being correct. Piero will help you prepare. Then Samuel will take you close to the tower, near the waterlock.
Last time you were there was the horrible day that all of this started. Now you will go there and end it. Good luck, Corvo. I'm not sure what else we could say, other than our hopes are riding on you. Aha. So. Scheint so ein bisschen jetzt aufs Ende zuzugehen. Also, naja, gut, so eine Mission kann ja auch einfach nochmal ein Stündchen dauern oder länger bei mir. ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Aber ich meine, die letzte Mission, die habe ich schon relativ fix durchgespielt. Do you need me to build something for you? I can make anything. Practically. Boah. Schauen wir doch einfach mal. Ah. Blueprint. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal, in der letzten Mission, glaube ich, habe ich auch was übersehen. Ich glaube, da habe ich auch Blueprints übersehen. Aber, naja, was soll's. So, was haben wir? Wir haben 7000 Münzen. Updaten wir mal hier die Pistole schon. Mach komplett. Noch mal, ja komm ey, hau rein. Das krachen, Junge. So, das machen wir auch. Das machen wir auch. Auch wenn ich die nicht wirklich benutze. Aber was soll's. So. Wie viel habe ich denn überhaupt? Achso, da steht's ja. Okay, alles klar. Ja. Ist egal. Davon nehmen wir noch ein paar mit. Machen wir direkt voll. Machen wir auch voll. Komm, was soll's, ey, wir haben so viel Geld. Zack, zack. Das brauchen wir nicht. Sticky Grenades. Boah, die finde ich vielleicht, wer weiß. Brauche ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Die habe ich aber bisher auch nicht wirklich viel benutzt. Also dieses Spring Razor, glaube ich, auch nur einmal. So, ganzen Batzen Geld ausgegeben. Jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Zu finden ist hier scheinbar erstmal nichts mehr. Und dann gucken wir jetzt nochmal, naja, schon wieder falsche Taste, ins Menü rein. Aha. Wirbelwind 2. Habe ich denn Wirbelwind 1? Nö. Okay, den habe ich scheinbar verpasst. Ja, gut. Ja. Was könnte man denn hier austauschen? Ach Gott, ist das immer schwierig. Nee. 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 Ach Mensch, ey, wo hab ich... Ich hab das eben doch noch gesehen. Ich wollte irgendwas eben austauschen. Da hat man schon 10 Punkte und weiß immer noch nicht, was man machen soll. Naja, ist egal. Lass mit einfach. So, wie viele Runen habe ich? 8. Ich habe 8 Runen. Wow, krass. Ja, gut. Dann würde ich doch mal sagen, Windblast. Okay, alles klar.
Ja, das sind alles irgendwie so Techniken, die ich mit Sicherheit nicht benutzen werde. Machen wir das einfach mal. Mal gucken, was. Irgendwas müssen wir ja mit dem Zeug machen. So, wer gewinnt? Sehr schön. Nö. Alles klar, den Rest gucken wir mal. Ja. Ups, jetzt sind wir auch schon wieder. Meine Fresse. Schon wieder am Ende dieser Folge. Ich speichere an der Stelle und in der nächsten Folge geht's dann in die nächste Mission. Die da wohl auch heißt Return to the Tower. Wahrscheinlich. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran.